2 minus die Quadratwurzel von 3 mal Quadratwurzel von 2 minus 3 mal 2 plus Quadratwurzel von 3 mal Quadratwurzel von 2 plus 3 ergibt. In diesem Produkt setzen wir den ersten und den dritten Faktor zusammen, sowie auch den zweiten und den vierten. Denn dann sehen wir hier a minus b mal a plus b und auch hier sehen wir a minus b mal a plus b. Das macht jeweils a Quadrat minus b Quadrat. Also 2 Quadrat, das macht 4. Quadratwurzel von 3 im Quadrat, das macht 3. Und hier Quadratwurzel von 2 hoch 2, das macht 2. Und 3 hoch 2 macht 9. Somit erhalten wir 1 mal minus 7, also minus 7. Und demzufolge ist Antwort B die richtige. Im nächsten Tutorial beantworten wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade.